Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Was hatten wir in Kapitel 6 getan? Du hast Bartholomäus in seiner Zelle aufgesucht, du bist mit William ausgeritten und hast Valorans Geheimnis gelüftet. Valorans Diener ist dir gegenüber misstrauisch, du hast einen lukrativen Pakt mit dem Hemlays geschlossen. Bischof Valoran glaubt, dass du ihn verraten hast. Wir akzeptieren und kommen nun zu Kapitel 7. Das konnte ich jetzt nicht lesen so schnell. Ein paar Wochen später. Ach ja, da ist ja keine Kirche, stimmt ja. Da fehlt ja jetzt Sind was. alle bereit? Ja, ich bin da. Ja, alle werden dort sein. Ach, das sind die Chorsänger. Aber wie sollen wir hier beten und singen? Ich traue mich nicht mal, meinen Chor hier aufzustellen. Wir werden uns daran gewöhnen, wir alle. Wir sollten für all dies dankbar sein. Für jedes Geräusch und für jeden, der uns hier stört. Wir fangen mit dem Chor an und arbeiten uns langsam von Ost nach West vor. So wird das gemacht. So hat man es mich gelehrt. Ich schätze euren Eifer, sehr geehrter Steinmetz. Aber bislang räumen wir nur Schutt. Ich habe bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht, einen Baumeister einzustellen. Weder euch noch sonst jemanden. Darf ich euch ein paar Zeichnungen zeigen? Wenn ihr mögt. Achso, jetzt muss erstmal der Grundriss, ne? Bevor wir mit dem Bau beginnen, markieren wir, wo die Wände stehen werden. Die Säulen, die Türen und Strebepfeiler. Dafür brauchen wir solch einen Plan, um zu wissen, wo wir unsere Pflöcke setzen und Schnüre spannen müssen. Ist dies wie ein Vogel den Bau sehen würde? Ja, richtig. So, Gesamtansicht. Hier ist das Langhaus. Auf der linken Seite seht ihr das Langhaus. Es hat 6 Joche. Und der Chor? Der Chor wird 4 Joche haben. Mhm. Hm. Hm. Ich sehe, dass das Querhaus 2 Joche breit ist. Insgesamt wären es also 12. Aufgezeichnet sieht das sehr prachtvoll aus, aber wäre damit die Kirche in Wirklichkeit nicht recht klein? Sie wäre kleiner, aber nicht minder eindrucksvoll. Vermutlich habt ihr recht. Eine kleine Kirche würde unseren bescheidenen Mitteln sehr viel gerechter werden. Wenn die Dinge nur einfacher wären. Der König gewährt uns Holz, Steine und Wolle von Shirings Weiden. Aber nur Gott weiß, ob das reichen wird. Ich nehme nicht an, dass ihr eine Vorstellung davon habt, was das alles kosten würde. Ich weiß genau, wie viel das kosten würde. Es wären nicht mehr als 3.000 Pfund. Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, das Jahreseinkommen der Priorei exakt zu berechnen. Hier ist das Ergebnis. 300 Pfund. Und davon ist bereits jeder Penny verplant. Fahrt fort. Zeigt mir den Rest eurer Zeichnung. Kann ich hier nochmal auf den Grundriss gehen? Ich habe euch noch nicht alles über den Grundriss erzählt. Hier seht ihr das Querhaus. Ja, das war mir schon aufgefallen. Es ist bemerkenswert, wie viel ihr mit so wenigen Linien darstellen könnt. Ich danke euch, Vater. Kann ich hier? Was ist das? Nee. Querhaus, genau, und Chor. Ach so. Das war schon, ne? Gesamtansicht. So, dann machen wir es jetzt so. Aufriss. Stellt euch vor, ihr steht inmitten des Hauptschiffs und betrachtet eine der Seitenwände. So würde sie aussehen. Sind das Fenster? Ja, aber das ist nicht alles. Über allem anderen befinden sich die Obergadenfenster. Im untersten Geschoss sind die Pfeiler der Arkade.
Sie sind durch Bögen verbunden, welche die Joche bilden. Durch die Bogenöffnungen könnt ihr die Fenster des Seitenschiffs erkennen. Soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Ich war nur eben in Gedanken. Redet weiter. Arkaden hab ich doch. Direkt in der Mitte ist das Triforium. Ich kann sehen, dass ihr euch viele Gedanken gemacht habt. Ich frage mich nur, wie viel Zeit würde der Bau in Anspruch nehmen? Ein grober Schätzwert würde mir reichen. Ah, das waren Jahre. Fünfzehn Jahre mit 30 Steinmetzen. 8 bis 10 Jahre mit 60 Steinmetzen. Ich glaube, es waren 15 Jahre mit 30 Steinmetzen. Das hängt davon ab, wie viele Leute ihr beschäftigt. Mit 30 Steinmetzen und Maurern, sowie genug Tagelöhnern, Lehrburschen, Zimmerern und Schmieden, würde es 15 Jahre dauern. Ich wünschte, meine Mönchsbrüder könnten so gut rechnen und vorausplanen wie ihr. Das hieße, ich müsste 200 Pfund pro Jahr aufbringen. Wenn man so nimmt, klingt es gar nicht so schlimm. Ihr wollt also unbedingt selbst diese Kathedrale bauen, nicht wahr? Ja, Vater. Ich möchte, dass ihr mich zum Dombaumeister bestimmt. Warum? Weil ich hier alles mache? Hallo? Weil ich meine Fähigkeiten voll entfalten will, weil es mein Leben mit Sinn erfüllen würde, weil ich etwas Wunderschönes schaffen will, weil ich erlebt habe, wie man es nicht machen soll. Weil ich etwas Wunderschönes schaffen will. Weil er den Menschen Hoffnung geben will. Genau. Ach so. Dann beantwortet mir eine letzte Frage. Wenn die Gläubigen eure Kirche betreten, welches Bild würde das Tympanon über dem Eingang krönen? Ein Bild vom jüngsten Gericht, um sie zu mahnen, Gutes zu tun? Oder eines vom Paradies, um sie an Gottes Gnade zu erinnern? Zeig ihnen die Hölle, damit sie Angst davor bekommen, Böses zu tun. Oh, Martha! Ich hätte lieber was mit Bäumen und Tieren. Gnade oder warne sie vor dem jüngsten Gericht? Warne sie vor dem jüngsten Gericht, nehme ich jetzt. Es sollte eine Verheißung sein, dass Böses bestraft wird. Darum soll es das jüngste Gericht zeigen. Ist das nicht aufregend, Philipp? Immer mit der Ruhe, Francis. Wir dürfen nichts überstürzen. Mich freut vor allem, dass es vorwärts geht. Unser gemeinsamer Ausflug in die Welt der Politik hätte auch anders ausgehen können. Aber wir sind beide am Leben. Und dafür danke ich Gott. Und ich danke dir für deine Verschwiegenheit. Papa, wird es in der Kathedrale auch Statuen geben? Statuen? Das reicht jetzt, Kinder. Geht besser raus zum Spielen. Vater? Ja? Meine erste Frau, Agnes, sie ist ohne einen Priester gestorben. Und sie ruht in ungeweihter Erde. Manchmal baut jemand eine Kapelle oder gründet ein Kloster, weil er hofft, nach dem Tode Gnade vor Gott zu finden. Glaubt ihr, dass ich mit meinem Entwurf zu Agnes Seelenheil beitragen kann? Heutzutage verlangt Gott keine Blutopfer mehr, denn das größte Opfer wurde bereits gegeben. Aber Abrahams Geschichte lehrt uns, dass Gott von uns das Beste verlangt, was wir haben, das, was uns am meisten am Herzen liegt. Also müsst ihr euch fragen, ist dieser Entwurf das Beste, was ihr Gott bieten könnt? Außer meinen Kindern? Ja. Dann seid getröstet, Tom Builder. Gott wird euer Angebot annehmen. Ach, der Arbeitsvertrag. Yeah. So. Haben wir damit eigentlich auch alles? Nee, es fehlen noch ein paar Sachen. Die
könnten wir ja jetzt nicht alle in Kapitel 7 kriegen, oder? Aber es könnte allgemein sein, genau. Arbeitsvertrag vom 1. Februar 1136. Ich, Philipp von Gwynneth, in Repräsentation der Kingsbridge Priorei ernenne hiermit Tom Biller zum Baumeister für die Errichtung der Kathedrale von Kingsbridge. Die Priorei wird hierfür 200 Pfund pro Jahr für Materialien und Handwerker bereitstellen. Die Geschwindigkeit des Baus soll entsprechend angepasst werden und sich nur an Pläne halten, die zuvor vom Prior abgesegnet worden sind. Im Gegenzug für seine Arbeit werden Tom Biller und seine Familie im eigenen ein eigenes Haus erhalten, sowie das Recht, der Mahlgemeinschaft der Priorei beizuwohnen. Der Mahlgemeinschaft, Sodbrennen. Bei Veränderungen der finanziellen Lage der Priorei sind dem Vertrag Änderungen vorbehalten. Dies beinhaltet die Aussicht auf zusätzliche Bezahlung zur Kompensation des Baumeisters. Gezeichnet Prior Philipp von Gwynneth und Tom Biller. Los geht's, wir bauen eine Kathedrale. Wir brauchen dafür nur 15 Jahre. Okay. Ach ja, hier ist die Kirche. Die Kirche. Unfreundliche Mönche, ein Loch im Boden. Alfred ist doch da. Guck mal einer an. Jack, sei so gut und gib Paul diese Kräuter, ja? Nee, Paul gibt's noch, okay. Er ist doch ein Mönch. Du magst keine Mönche. Nun, die meisten Leute hier sind Mönche. Und es scheint, dass nicht alle von ihnen schlecht sind. Was nicht heißt, dass du nicht vorsichtig sein solltest, bevor du einem von ihnen vertraust. Und da ist er! Gebt unserem Prior den Beifall, den er verdient! Oh, ihr wisst, ich folge nur Gottes Willen. Macht alles bereit für die Glocke! Macht euren Prior stolz! Tja, danke. Ab mit dir, Jack, und vergiss Pauls Kräuter nicht. Wo habe ich diese Frau nur schon mal gesehen? Salbeiblätter. Wir gehen nochmal zu Alfred. Hey. Was machst du? Ich führe Aufsicht. Tom hat mich drum gebeten. Wir kommen jetzt besser klar, weißt du? Er fragt mich Sachen und ich kann ja oder nein sagen. Hey, hast du ihm erzählt, dass ich Probleme mit ihm hatte? Gut. Ich muss nachher ein paar Pflöcke zurechtschnitzen. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Oder du machst, was du sonst den ganzen Tag machst. Weiß der Henker was. Ist deine Entscheidung. Ach, immer dieses Freundliche, Unfreundliche. Ich liebe es. Da hinten komme ich gar nicht hin. Philipps Anhänger. Und mit Tom kann ich gar nicht reden. Ja, das war's dann auch. Dann gehen wir mal zum Weg. Hier sind sie alle schon die Stadt am Bauen. Schön. Schön, schön, schön. Da ist Paul. Bruder Paul gibt es also noch. Okay. Oh, guten Tag, Junge. Wenn du deine Mutter siehst, sag dir, dass die Schmerzen schlimmer geworden sind. Ich werde wohl doch auf ihr Angebot zurückkommen müssen. Oh, ich sag dir, werde nie so alt wie ich, Junge. Es ist gegen die Natur. Das ist von meiner Mutter. Oh, Gott segne sie. Junge, ganz gleich, was Remigius sagt. Deine Mama ist eine Heilige. Ach, wie süß. Oh, ist das die Glocke? Kannst du sie von hier aus sehen? Kann ich. Hauptsache, die steht schon. Ohne Kirche. Dein Vater hat wahrhaft sonderbare Ideen.
Kann sein. Was ist eine Glocke? Aliena! Verzeihung. Du? Dich kenne ich doch. Prinzessin. Du bist der Junge ohne Vater. Inzwischen habe ich sogar zwei Väter. Ach, wirklich? Ja, Tom Bilder und Jack Sherberg. Ich dachte, du wärst nicht der Sohn des Baumeisters. Naja, jetzt wohl schon. Ich muss sagen, Prior Philipp hat nicht zu viel versprochen. Ihr habt wirklich viele Schafe hier. Du kennst Philipp auch? Ja, Philipp kenne ich auch. Er ist überhaupt der Grund für meinen Besuch. Ist er da? Irgendwo bestimmt. Der Gute ist ein vielbeschäftigter Mann. Aber keine Angst, ihr werdet ihn bestimmt nicht lange suchen müssen. Gut. Vielen Dank. Wie er sie immer anguckt, ne? Oh. Kamen die nicht sogar zusammen später? Wir werden beobachtet. Also nicht wir, sondern Aliena wird beobachtet. Ah. Willst du ihr folgen? Keine Eile. Wir wissen ja nun, wo wir sie finden können. Dieser Typ, ne? Oh, dieser Typ. Boah, ich... Ah, der geht mir echt an die Nieren, ey. Der ist nicht besser. Ah, der ist wenigstens nicht so abartig. Wisst ihr, an wen der mich erinnert? An diesen Richter Frollo von... Herr Bischof. Dem Glöckner der Notre Dame. William Hamley ist zurückgekehrt, um euch zu sehen. Schickt ihn rein, Timothy. Wir haben viel zu besprechen. Von dem Glöckner, also hier der Glöckner von Notre Dame. Da und hier dieser, Richter Frollo. Also genau so erinnert der Typ mich an den. Das ist heftig. Ich habe gerade Kauderwelsch geredet. Ich krieg das nicht. Boah, okay, Kapitel 7. Der Aufstieg von Kingsbridge. Was du getan hast, du hast die Baukosten optimistisch eingeschätzt. Du hast ein Bildnis des jüngsten Gerichts für das neue Tympanon gewählt. Niemand hat von Francis' Involvierung in der Verschwörung erfahren. Lady Aliena, wieso will sie mit Philipp reden? Bischof Bolleran, ich bin gerade irgendwie ein bisschen wirsch, ich weiß nicht warum. Oh, das macht mich alles so... Und das Lesen und... Oh, ich bin jo. Okay. Okay, Bischof Bolleran plant etwas gegen Kingsbridge. Du hast Buch 1 durchgespielt. Hey! Okay, akzeptieren natürlich. Wir haben auch noch 11 Minuten, das heißt... Nächstes Mal bei Die Säulen der Erde. Erfahrt, was ich und mein Bruder Richard nach dem Überfall auf die Burg unseres Vaters erlebt haben. Wie wird die Zukunft von Kingsbridge aussehen? Die Säulen der Erde. Wer den Wind sät. Kommt bestimmt Musik. Thank you.
Ich wollte das Lied mal einmal durchlaufen lassen, weil das war ja richtig schön, was sie da gesungen hatte. Ja, Buch 1 ist vorbei. Ich werde jetzt eigentlich auch nicht großartig irgendwie was erzählen, weil das Spiel ist ja, ne, also es ist ja nicht so ein richtiger Teil, sondern gehört ja alles zusammen. So, wir haben Buch 1, haben wir komplett fertig. Wie ich ja schon erwähnt hatte, gibt es mehrere Teile von dieser Geschichte, die Säulen der Erde. Buch 2 war die Tore der Welt und Buch 3 war irgendwie das Fundament der Erde oder irgendwie sowas. Oder das Fundament der, ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß jetzt aber allerdings nicht, ob das Spiel jetzt, ob das jetzt hier alles nur in dem ersten Buch, also in der Säulen der Erde spielt, oder und die anderen Teile halt dann danach irgendwie kommen und das und die Geschichte weitererzählen, oder ob es das einfach nur weiterhin die Säulen der Erde genannt haben und wir jetzt schon bei den Toren der Welt eigentlich sind und 3 dann das Fundament ist. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein dicker Schinken, also es ist ja, dass der nur irgendwie 7 Kapitel hat, also Buch 1. Deswegen, ich bin unsicher, ich muss mich darüber mal richtig erkundigen. Vielleicht werde ich nachher mal ein bisschen googeln. Und dann kann ich das nämlich in der nächsten Folge euch dann vielleicht mal ein bisschen erklären. Oder wir halt selber googeln, wir können halt selber googeln. Ja, Story gefällt mir richtig gut. Ich weiß, das mit dem Dazwischenlabern, ich versuche es echt zu vermeiden, aber es ist manchmal wirklich schwer, das einzuschätzen, wann gerade irgendeine Person redet oder wann sie endlich aufhört. Ich mache es nicht mit Absicht und ich entschuldige mich dafür wirklich. Auch, dass ich manchmal nicht flüssig lese oder ja, auch manchmal einfach nur Blödsinn laber, aber ich bin irgendwie in letzter Zeit ein bisschen verwirrt. Es ist auch immer eine scheiß Zeit, wo ich aufnehme. Ich nehme immer so zwischen 1 und 4 Uhr morgens auf, momentan. Und ja, wenn man den ganzen Tag halt nur unterwegs war und auch mit Hund und beschäftigt ist und alles, dann geht das schon ein bisschen auf die Augen und auf die Müdigkeit. Ja, okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit Buch 2 weiter an und Kapitel 8. Denn wir haben noch 7 Minuten, danach kann ich ja dann einfach speichern. So, wir machen weiter. Mein Name ist Aliena von Shiring. Ich bin die Tochter von Graf Bartholomäus von Shiring. Zumindest war ich das, bevor mein Vater wegen Verrats gegen den König festgenommen wurde. Und ein Mann, den ich nicht heiraten wollte, hat nun alles in seiner Gewalt, was meine Familie je besaß. Uns eingeschlossen. Aircastle. Der Regen ist ziemlich laut. 5 Wochen zuvor. Aljenas Kammer. Wo ist das Mädchen? Da, wo ihr Teufel sie eingeschlossen habt. Wenn der König davon erfährt. Hier ist der Schlüssel. Jetzt hol sie, ich bin am Verhungern. Will er sie essen oder was? Was mir natürlich richtig gut gefällt, ist, dass wir ja auch in jeden Charakter, also fast in jeden Charakter mal so reinschauen. Bett, Hammer, Stuhl, Dinge, Truhe. Warum mache ich mir was vor? Mein Lady. Es ist nichts mehr da. Leiter einmal gucken. Darf ich eintreten? Was ist schlimmer? Er oder der Sturm? Bitte, ihr dürft ihn nicht warten. Du kannst reinkommen, Matthew. Oh Gott,
Hat er euch geschlagen? Nun, ich schätze, er wird mutiger. Was? Jetzt, da sein Vater kurz davor steht, eine Audienz beim König zu bekommen. Das dauert mir zu lang, holt sie! Nun gut. My Lady, ich bitte euch, provoziert ihn nicht. Noch nicht. Nicht, ehe ihr richtig bewaffnet seid. Wie geht es, Richard? Sie behandeln ihn wie einen Hund. Ich habe ihm einen Mantel gegeben, damit er in dem Sturm nicht erfriert. Im Hof ist Rüstzeug versteckt. Okay. Nahe dem Tor. Seht nach einem roten Stück Stoff. Mhm. Das reicht. Macht, dass ihr runterkommt. Und macht keinen Ärger. Ich habe gerade erst mein Schwert gesäubert. Sorry, ich musste gerade ein Schlückchen trinken. Aber was war der Strohhalm? Matthew hat ein paar Waffen versteckt, irgendwo neben einem roten Stück Stoff. Mhm. Er hat aber eigentlich Rüstzeug gesagt. Endlich. Oh Gott, wenn ich ihn da schon sitzen sehe. Wenn ich dich in meiner Kammer schlafen lasse, heißt das nicht, dass du es dir da gemütlich machen kannst. Was ist mit deinem Gesicht? Deine Arroganz macht dich hässlich. Wusstest du das? Was ist mit deinem? Man erntet, was man sieht. Ich habe nicht gut geschlafen. Man erntet, was man sieht. Man erntet, was man sät. Oh, ich würde ganz gerne ein paar Dinge mit dir sehen. Das hat sie nicht so gemeint. Euer Vater wird bald der neue Graf sein. Dann gehört die Burg euch. Es gibt keinen Grund, die Lady und ihren Bruder als Geiseln zu halten. Matthew. Ist schon gut. Ich kann für mich selbst sprechen. Hey, Walter. Scheint, als bräuchte die Prinzessin einen Diener, der für sie spricht. Ich weiß nicht, warum ich diese hässliche Langweilerin je heiraten wollte. Eine wahre Lady, das hätte ich verdient. Vielleicht sogar Kaiserin Mathilde. Ja, ich werde die Kaiserin heiraten. Und sie halte ich mir als Hure. Deine Worte können mich nicht verletzen. Halt's Maul! Nein! Du hast hier nichts mehr zu sagen! Ich bin immer noch die Tochter des Grafen. Du bist eine elende Hure, das bist du! Oh, wie du doch deine Rache genießt! Du kriegst bloß, was du verdienst. All das nur, weil ich dich nicht heiraten will. Halt's Maul. Halt's Maul! Du bist ein armseliger Mann, der nichts als Grausamkeit kennt. Gott wird dich dafür strafen. Ich bin grausam. Du hast unsere Hochzeit abgeblasen und mich zum Gespött der ganzen Grafschaft gemacht. Hört auf, alle beide. Geh raus, Mädchen, dreh eine Runde. Aber gern. Besser als hier drin. Sonst noch irgendwas, William? Sag dem Miststück, es soll mir was zu essen bringen. Ich hab Hunger. Du hast ihn gehört. Jetzt geh. Mein Gott, soll er doch selber gehen, der alte Pisser, ey. William hat mir aufgefangen, Essen zu holen. Falls, wenn ich zurückgehe und dem Essen hole. Ach, guck mal, das ist unser Bruder. Na, der Typ ist ja auch draußen. Ich habe dir immer gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Na gut, meine Lieben, ich muss jetzt eh Schluss machen. Ich sag dann mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal.